Herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist das siebte in einer Reihe von Videos zur deskriptiven Statistik und heute geht es um Boxplots, die man auch in der Schreibweise ohne Bindestrich findet und die ausführlicher Box-Whisker-Plots oder auch Kastendiagramme heißen. Vorgeschlagen wurden sie von John Wallace-Tukey. Der Zweck von Boxplots besteht darin, wichtige Kenngrößen einer Stichprobe und hier insbesondere einige gegenüber Ausreißern in den Daten robuste Lage- und Streuungsmaße grafisch darzustellen. So zeigt der Boxplot unter anderem den kleinsten Stichprobenwert, das untere Quartil, den Stichprobenmedian oder Zentralwert, das obere Quartil und den größten Stichprobenwert an. Damit hat man dann auch Informationen über die Spannweite als Differenz zwischen den beiden extremen Stichprobenwerten sowie über den Quartilsabstand als Differenz zwischen oberem und unterem Quartil. Wie sieht solch ein Boxplot aus? Wenn x1 bis xn die Stichprobenwerte sind, so ist der Kern des Boxplots die Box oder der Kasten und die erstreckt sich vom unteren zum oberen Quartil und sie ist beim Median unterteilt. Hier sieht man solch eine Box mit den Begrenzungen bei den Quartilen sowie die Unterteilung beim Median. Bei konkreten Daten hat man natürlich links oder rechts von der Box eine vertikale Achse mit einer Beschriftung, sodass man den Quartilen und dem Median Zahlenwerte zuordnen kann. Allein an dieser Box erkennt man eine kleine Asymmetrie. Diejenigen 25% aller Daten, die zwischen dem unteren Quartil und dem Median liegen, streuen weniger als die 25% aller Daten, die größer sind als der Median, aber kleiner als das obere Quartil. Als Differenz zwischen dem oberen und dem unteren Quartil kann man jetzt den Quartilsabstand ablesen. Die Box wird jetzt ergänzt durch Linien, die auch Antennen genannt werden, und im Englischen Whiskers heißen. Dabei bedeutet das Wort Whiskers Schnurhaare oder Backenbart. Es geht eine Linie von der Box aus nach oben, und zwar bis zum größten Stichprobenwert, der kleiner oder gleich dem oberen Quartil plus dem anderthalbfachen des Quartilsabstands ist. Dieser Stichprobenwert wird manchmal der größte normale Wert genannt. Dies hier ist die Linie, und die wird oben, das heißt beim größten normalen Stichprobenwert, mit einem Querstrich versehen. Die zweite Linie geht vom unteren Quartil nach unten bis zum kleinsten Stichprobenwert, der größer oder gleich dem unteren Quartil vermindert um das anderthalbfache des Quartilsabstands ist. Und auch hier gibt es einen kleinen Querstrich auf der Höhe des sogenannten kleinsten normalen Wertes. Man kann jetzt fragen, warum gerade das anderthalbfache des Quartilsabstands? Der Hintergrund dafür liegt auf theoretischer Ebene. Ist eine Zufallsgröße normal verteilt mit Erwartungswert μ und Standardabweichung Sigma, so ist das anderthalbfache des Abstandes zwischen dem oberen und dem unteren Quartil dieser Normalverteilung ziemlich genau gleich 2 mal Sigma und die beiden Quartile unterscheiden sich von μ jeweils um ca. 0,67 mal Sigma. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche normal verteilte Zufallsgröße sich von ihrem Erwartungswert betragsmäßig um mindestens 2,67 mal Sigma unterscheidet, liegt unter 1%. Es geht jetzt auch beim Boxplot, das heißt auf der empirischen Ebene der Daten, um einen extremen Bereich. Und das ist alles, was außerhalb der Box inklusive der beiden Linien liegt. Hier sind auch potenzielle Ausreißer anzutreffen. Stichprobenwerte, die in diesen extremen Bereich fallen, werden gesondert hervorgehoben, etwa durch Sterne. Werte unterhalb des kleinsten normalen Wertes bezeichnet man als extrem kleine Werte. Insbesondere erkennt man hierunter den kleinsten Stichprobenwert. Genauso sieht das mit extrem großen Werten aus, unter denen sich dann auch der größte Stichprobenwert befindet. Sehen wir uns das Ganze an einem konkreten Beispiel an. Am Karlsruher Institut für Technologie gab es eine Untersuchung mit 140 Studierenden
und in dieser Untersuchung wurde unter anderem der Cadmiumgehalt im Blut festgestellt. Dieser wurde in Mikrogramm pro Liter gemessen. Man sieht hier zwei Boxplots, die sich deutlich unterscheiden. Die Werte, die der linke Boxplot veranschaulicht, sind in der Tendenz kleiner als die im rechten Plot und sie variieren viel weniger. Der linke Boxplot gehört zu den 35 Nichtrauchern in der Studie und der rechte Plot zu den 105 Rauchern. Ich weiß nicht, ob diese Plots den einen oder anderen jetzt dazu bewegen, das Rauchen aufzugeben. Was man jedoch allgemein erkennen sollte, ist, dass man mit Boxplots auch schnell auf rein beschreibende Weise mehrere Stichproben miteinander vergleichen kann. Damit wären wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wem dieses Video gefallen hat, der kann es natürlich sehr gerne weiterempfehlen.